Ja, hallo. Hier ist wieder Ralf von Silly on Tour und ich muss einfach diesen Weg mal gehen, denn ich habe noch keine Möglichkeit, mit Kommentaren zu informieren, dass wir jetzt in eine Sommerpause gehen. Ja, das heißt, wir werden jetzt eine Norddeutschland-Tour machen. Wir fahren nach Wiesmoor, sind dort auf dem Campingplatz und fahren dann weiter in die Nähe von Stade und haben dort auch wieder einen schönen Campingplatz und werden euch davon berichten. Ich bin jetzt gerade hier so in der Vorbereitung. Ich habe mir zu jedem Ort so eine Infokarte zurechtgeschrieben oder zurechtgemacht. Und damit haben wir Anhaltspunkte, was in den einzelnen Orten zu sehen ist und kann dann halt eben mit Google Maps hier so, das kennt ihr ja wahrscheinlich, ne? Kann man dann den Lauf oder den Gang oder wie man jetzt spazieren will, da durch die Orte und fotografieren und filmen will, kann man sich dann halt eben noch zurechtlegen. Und in der Realität, nachher in der Durchführung, sieht das meistens ganz anders aus, aber sehr hilfreich ist dabei, dass man schon mal Anhaltspunkte hat und ich die einzelnen Stadtpläne mehr oder weniger hier oben drin habe. Bevor es aber losgeht, werden wir noch einmal bei Compagna vorbeifahren. Wir haben nämlich beim Gates of Summer an unserem lieben Van Zölli da noch ein paar Mängel festgestellt, die wahrscheinlich alle nicht so erheblich sind. Und nervig ist eigentlich nur der tropfende Wasserhahn. Und natürlich hat mir Daniela gesagt, könnte man vielleicht auch gucken, dass man gleich diesen Kabelsatz mit Sicherung dort einbaut, und wenn das alles klappt am Donnerstag, dann ist ja super. Dann muss ich nur noch, und das ist, weil die zweite Impfung noch aussteht, nur noch mir einen Test besorgen, der möglichst negativ ausgeht, und im Moment sieht es ja gut aus. So, wenn wir wieder da sind Ende Juli, dann kommen noch andere Termine, und zum Beispiel könnte dort noch das Freiheitsmobile Treffen Ende Juli in Luxemburg sein. Ja, Tascha und Patrick, ich hoffe, es gelingt euch. Ich bin mal gespannt. Jedenfalls, wir drücken euch ganz dick die Daumen. Ja, dann haben wir uns noch vorgenommen, eine Minitour in Luxemburg zu machen, weil wir wollen ja von den beiden, paar Taschas, anfangen, so das Buch mal ein bisschen Stück für Stück abzuarbeiten. Ja, Ende August, in den September hinein, ist dann der Caravan-Salon. Da werde ich auch ein paar Tage sein. Und die Irland-Rundreise im September sieht im Moment so aus, dass sie flach fällt. Wir werden also ein anderes Ziel suchen müssen. Bei den Inzidenzzahlen werden in den Pubs sicherlich nicht Horden von Menschen fröhlich beisammensitzen und irische Lieder singen. Und diese ganze Stimmung, das Feeling würde uns dann doch fehlen. Und ja, wir haben uns jetzt entschieden, dass wir das wahrscheinlich ausfallen lassen. Ja, und dann geht es im August für mich schon wieder mit Live-Präsenzvorträgen weiter. Aber wir müssen halt eben im August auch schauen, wie wir dann im September den geplanten Urlaub anders gestalten. Ja, es gibt noch tausende Sachen, die ich jetzt hier erzählen könnte, will es aber gar nicht so lange machen, sollte ja nur ein kurzes Video werden. Am 12.8. wird die 13. Folge von der Orientreise kommen. Damit ist die abgeschlossen an dem Tag. Eine Woche später hoffe ich schon einen Teil von unserer Nordland, sprich Norddeutschland-Tour.
Kultur präsentieren zu können. Und dann soll es so die Donnerstage immer weitergehen. Also Sommerpause ist jetzt vom, jetzt lass mich nicht lügen, muss mal auf den Kalender gucken. Also am 8. kommt noch mal ein Video und genau auch dieses Video. Und dann ist Sommerpause vom 8. Juli bis zum 12. August, bis es weitergeht. Und eigentlich bis zum 11.8. und am 12.8. geht es dann weiter. Aber es gibt ja so viele Videos, die ich jetzt mittlerweile schon eingestellt habe. Ihr könnt euch ja das Ganze nochmal angucken und ihr könnt auch mal so die Chronologie sehen, wie sich das Ganze entwickelt hat. In die Orientreise habe ich zum Beispiel unheimlich viel Arbeit investiert und da wäre es ganz nett, wenn dort ein paar Klicks mehr vorkämen. Naja, soweit zu der Sache. Zölli geht on Tour. Wir sind dabei, zu dritt, Claudia, Tanja und ich. Und wir werden dann von unserer Reise berichten. Und wir hoffen, wir haben viel Gutes Neues und werden schöne Erlebnisse haben. Muss ja nicht immer alles in Katastrophen münden. Also macht's gut, bleibt gesund. Und für heute sage ich tschö und bis die Tage. Euer Ralf.